Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount and Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Schello. Wir sind zurück mit dem mächtigen William Marshall. Und eigentlich wollte ich heute einen ganz anderen Part zeigen. Den zeige ich morgen dann dafür. Ich werde jetzt mal einfach einen anderen Part einschieben, weil ihr ganz viele interessante Sachen gesagt habt und bei mir auch einen Lern- und Denkprozess angestoßen habt, den ich einfach mal gerne auch so nochmal mit euch teilen würde und einfach nochmal eure Meinungen dazu hören würde. Ihr seht mir das jetzt bitte nach, dass es heute so, dass wir so ein bisschen hier reinspringen. Ich zeige jetzt meine Ausrüstung erstmal nicht und so, was ich habe. Da hat sich natürlich in dem Part, den ich bereits aufgenommen habe, schon ein bisschen was geändert. Wir sind also jetzt nach diesem Part und wir sind jetzt gerade in Hubia unterwegs. Das ist jetzt unerheblich. Wir machen jetzt da ein Turnier und ich möchte gerne noch, ich möchte jetzt einfach mal ein Turnier schlagen oder vielleicht auch zwei oder ein Turnier und vielleicht noch ein Gefecht gegen irgendwelche Banditen oder so und dann noch auf 4 Anmerkungen von euch eingehen, die ich mit großem Interesse gelesen habe. Wir fangen an mit einem Team-Match. Wir werden uns hier erstmal bedeckt halten. Ah, das ist nicht so wild. Hauptsache, wir schalten halt hier die Typen erstmal aus. Das ist hier also wichtiger. Wenn er nur noch die Reiterei hat, dann können wir hier mehr erreichen. Unsere Munition ist ja auch so ein bisschen begrenzt. Jetzt habe ich nur den Gaul getroffen, ne? Oh, das ist blöd. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich könnte jetzt absteigen und nochmal ein paar Sachen aufheben. Okay, merkwürdigerweise habe ich den Typen jetzt nicht erwischt. Aber gut, das schaffen wir locker. Ich meine, wir sind 4 gegen 1, ne? Wow, der hat das geblockt. Krass, guck mal, der blockt das. Der ist ein ziemlich krasser Blocker, der Typ auf jeden Fall. Aber jetzt ist er down. Heftig. Also, das ist tatsächlich... Das mit dem Blocken ist manchmal auch so ein bisschen verbaut, finde ich. Seht mir das bitte kurz nach, dass ich da jetzt auch noch drauf eingehe. Denn in manchen Situationen scheint es bei der KI nicht so wichtig zu sein, in welche Richtung sie blockt. Also offenbar dreht sich der Kombatant hier ganz, ganz schnell auf eine Seite... für einen Moment, um diese Attacke zu blocken und dreht sich danach wieder zurück. Also das ist jetzt so meine Schlussfolgerung, die ich bisher habe, was diese Duelle angeht. Vielleicht stimmt das aber auch nicht. Also ihr seid gerne eingeladen, das zu überprüfen. Häufig liegt es natürlich auch daran, wenn man zu nah am Gegner ist, dass man dann nicht richtig attackieren kann und der Angriff gehandhabt wird, als wäre er geblockt worden. Aber eben hat man ja auch sehr schön den Klang des Schildes gehört. Und ich glaube, das hatte tatsächlich was damit zu tun. Okay, das ist jetzt ein reines Kavallerieduell. Also auch hier würde ich sagen, eigentlich sollten wir hier versuchen, zumindest Schaden zu wirken. Alter, ich habe nur den Gaul getroffen mal wieder. Kann ich, genau, danke. Kann ich den jetzt endlich mal von seinem Gaul werfen? Oh Mann, Alter, ey, Winkel, ne? FTW. Oh, da läuft einer hier. Oh, shit. Wenn wir Pech haben, ne? Keine wirklich gute Attacke von mir hier. Wir müssen unseren Infanteristen hier ein bisschen beschützen, aber der verabschiedet sich auch einfach mal wieder. Guck mal, der rennt fast so schnell, wie wir auf unserem Gaul hier reiten können. Ja, der Typ da hinter mir, der ist jetzt gar nicht so entscheidend. Genau, wir gucken, dass unser Infanterist hier unsere... in Anführungszeichen Abgesessenen, dass die hier noch was reißen können. Hat eigentlich auch wieder recht gut geklappt. So eine Axt zu gewinnen ist jetzt allerdings nicht unbedingt das, worauf ich es hier unbedingt abgesehen hatte, ne? Zu diesen Blogs auch nochmal. Ich wurde ja auch von einem Zuschauer, wurde ich ja gefragt, warum blockst du so selten? Ich versuche eigentlich schon zu blocken. Ich finde mich gerade wieder so ein bisschen in meinen Kampfstil rein. Also das ist einfach nur so eine Zeitsache. Ich versuche zu blocken. Kommt immer drauf an, welche Ausrüstung ich so habe, ne? Also das muss ich, da muss ich mich auch immer erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Deswegen blocke ich manchmal weniger, manchmal mehr. Gut, die Runde hier können wir skippen. Dann sind wir im Halbfinale, ne? Hier zum Beispiel, ne? Das ist halt prädestiniert eigentlich, um hier zu blocken und Schildschläge zu machen. Oh, das zum Beispiel hier. Das ist zum Beispiel jetzt so eine Situation, wo ich sagen würde, da hätte ich mir etwas mehr Block gewünscht, ne? Beziehungsweise, das ist was häufig passiert, dass man so ein bisschen zu spät blockt, dadurch, dass man vorher noch auf eine andere Seite gedreht ist. Diese Schwierigkeiten scheint die KI seltener zu haben, deswegen ist es auf der höheren Schwierigkeitsstufe, und das war ja auch ein Tipp, den ihr mir gegeben habt, wie ich finde, sehr effektiv, mit diesem Schildschlag zu agieren und dann einen Hieb hinterher zu setzen. Das werden wir jetzt natürlich auch nochmal versuchen, ne? Es kommt natürlich auch immer auf den Schild an, den man hat. Also es gibt hier jetzt zum Beispiel, das ist ja eine ganz merkwürdige Situation, weil da habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht mit dem Schild geschlagen. Hier zum Beispiel auch nicht getroffen mit dem Schild, merkwürdigerweise. Also manchmal ist es ein bisschen komisch, wie ich finde. Ich habe mir aber also ich gucke mir tatsächlich diese Turniergefechte auch manchmal nochmal im Nachgang an. Und dann sehe ich auch häufig, dass ich offenbar anders blocke, als ich das selber so empfinde irgendwie. Also dann sieht man das halt nochmal ein bisschen deutlicher. Da hat doch der ein oder andere schon zu mir gemeint, ich solle insbesondere auch bei diesen Reitereikämpfen beim Anlegen der Lanze in die Ego-Perspektive wechseln. Ich habe das mal ausprobiert, ich komme so besser klar, finde ich. Also das ist so meine Geschmackssache. Ja, jetzt haben wir so eine südländische Axt hier gewonnen, ne? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, ein Turnier machen wir noch und dann gibt es historische Hintergründe und ich gehe auf eure Kommentare ein. Wir haben nochmal ein Team Deathmatch. Es gibt das auch, dass man tatsächlich hier mit einer... Wow, okay, dass man hier mit einer... Ja, der killt meinen Gaul jetzt erstmal. Hauptsache, er killt mich noch nicht. Okay. 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 Aha, ich treffe immer die Gäule von denen, ne? Es gibt die Variante, dass man das mit 4 Teams spielt. Das ist so brutal, weil da hat immer einer... Mag noch einer mal helfen? Danke. Da hat immer einer 2 Pieler für dich übrig und löscht dich erstmal in der ersten Runde. Das passiert so schnell. Lebe ich noch? Okay, ich lebe noch. Nice. Gut, alles klar. Er hat es, glaube ich, auf mich abgesehen. Ich glaube, er hat nochmal mich attackiert. Aber ich bin ja ganz happy, wenn wir hier alle weiterkommen. Na, Skip Round. Okay, das ist jetzt nochmal so ein Team Deathmatch. Mhm. Die Runden hier, die mag ich etwas lieber, wenn ich treffe. So zum Beispiel. Da ist schon mal einer raus. Oh, okay. Komm, reit mal noch ein bisschen näher ran. Alter, dann nimmt der halt die Faust, anstatt dass der nachlädt, ne? Wenn der einmal zwischendrin getroffen wurde. Das passiert leider häufiger. So ein Anfall. Ich krieg einen Anfall. Ich hätte einfach wegreiten müssen. Ist egal, okay. Gut, machen wir jetzt, wie viel haben wir voll? 10 Minuten. Wir machen jetzt historische Hintergrundinfos, das reicht mir jetzt auch. Ich brauche nicht unbedingt diesen, Streitkolben, ne? Wobei es natürlich schön gewesen wäre, noch ein bisschen mehr Renown zu bekommen. Aber gut, also 4 Anmerkungen habe ich und, beziehungsweise, nee, es sind mehr Anmerkungen, es sind 4 Anmerker gewesen. Ich gehe jetzt mal chronologisch vor. Danger Elro hier hat geschrieben, ich solle doch mal was zum Unterschied zwischen Dienstadel und freiem Adel und, in Anführungszeichen sage ich jetzt, normalem Adel mal sagen. Also welche Formen von Adel hat es denn früher im Mittelalter gegeben? Habe ich mir schon ein Buch zu bestellt, werde ich auch auf jeden Fall was zu sagen, kann ich dir nochmal, also verspreche ich dir jetzt schon. Ich muss das aber erstmal, ich muss mich da erstmal einlesen. Das spezielle Buch, was dich jetzt wahrscheinlich auch interessiert, ist von Werner Hechberger, Adel, Ministerialität und Rittertum im Mittelalter. Also kostet so 22 €, ist aus dieser legendären Reihe Enzyklopädie deutscher Geschichte und ich glaube, es ist dort Band 72 oder so. Legendär deswegen, jeder, der mal eine Prüfung in Geschichte hatte, der wird da wahrscheinlich mal reingeguckt haben in diesen Band. Oder in dieser Enzyklopädie generell, jetzt nicht in diesem Band, in einen dieser Bände. Tatsächlich halte ich das für eine sehr empfehlenswerte Buchreihe. Ne? Oldenburg Verlag ist auch ein guter wissenschaftlicher Verlag in meinen Augen. Ich werde dir dazu mal auch, oder für alle anderen Interessierten, mal einen Link für meinen, Achtung Werbung jetzt, Amazon Partner Store in die Videobeschreibung reinschreiben. Wenn ihr das kauft, zahlt mir Amazon eine Provision. Euch kostet das Buch aber nicht mehr. Ja. Möchte ich aber an der Stelle schon mal gesagt haben, der Transparenz halber. Und du hast auch noch weiter geschrieben. Du bist erst vor kurzem auf William Marshall gestoßen und hast auch deiner Verwunderung Ausdruck gegeben, warum der nicht bekannter ist. Und ich muss sagen, ich teile deine Ansicht da auch vollkommen. Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum man sowas nicht im Geschichtsunterricht macht. Ja, an dem kann man doch unfassbar viele Sachen festmachen. Und alleine die Tatsache, dass der so ein wichtiger, so ein wichtiger Vasall des Königs eben gewesen ist, der oder der englischen Könige gewesen ist, auch in den Auseinandersetzungen mit, der ganzen Zeit damals, ja, dass der auf dem Kreuzzug dabei war und so. Da kann man so viele Aspekte der Geschichte festmachen, aber das, man macht ja dann lieber, Politik und Kirchengeschichte und sowas in der Schule. Das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Also sowas hätte ich mir gerne gewünscht, auch mal im Geschichtsunterricht mal was über den zu hören. Ja, und du bist über die Geo-Epoche drauf aufmerksam geworden, hast du geschrieben. Ich bin da tatsächlich durch eine ganz blöde Google-Umfrage drauf gestoßen, weil ich gedacht habe, komm, ich spiele mal so ein Turnier campen und habe dann einfach mal gegoogelt, berühmte Ritter Mittelalter oder irgendwie sowas und dann bin ich da auf den gestoßen, tja, und hatte das vorher auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Die nächste Anmerkung kam von Jalinovas Raktatal, der immer ganz viel bei mir schreibt, vielen Dank da übrigens für. Du hast 2 unterschiedliche Sachen geschrieben und zwar einmal eine Doku gesehen, wo ein Elitesoldat, meine ich, gegen einen Ritter in so einem Parcours oder Hindernisparcours irgendwie antritt und der Ritter ist tatsächlich in der Lage, das sehr gut zu bewältigen oder gegen diesen Soldaten dann sogar zu gewinnen. Und du hast auch noch ein Video geschickt, das ich übrigens hier auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Can You Move in Armor von Daniel Jaquet, der ist, glaube ich, Schweizer. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er kommt aus der Schweiz. Und der hat einen YouTube-Channel, wo der auch ja, Martial Arts, so mittelalterliche Martial Arts auch irgendwie macht. Also, ne, wer sich das mal angucken möchte, ich übernehme da natürlich keinerlei Verantwortung über Inhalte oder sowas, ne, klar. Aber ich fand das Video von ihm sehr aufschlussreich. Er zeigt auch, wie man sich tatsächlich in so einer mittelalterlichen Replik, ne? Also es ist eine Replik, ist jetzt keine authentische Plattenrüstung. Ich sage da auch gleich noch was zu, wenn es um die Quellen geht. Woher wissen wir, wie diese Rüstungen ausgesehen haben und wie schwer die sind und so weiter. Sage ich gleich noch was zu. Aber der zeigt, wie man sich da zum Beispiel aufwärmen kann und wie sich die Leute im Mittelalter sehr wahrscheinlich auch aufgewärmt haben. In einer Plattenrüstung. Also Mittelalter ist jetzt aber hier wieder mit der Einschränkung versehen, das ist schon Spätmittelalter, sagen wir mal 13., ausgehendes 13., Anfang 14. Jahrhundert. Diese Plattenrüstungen waren eher in der Neuzeit auch typisch. Aber da sage ich gleich noch was zu. Jetzt erstmal allerdings, ich habe den Typen, diesen Daniel Jaquet, einfach mal angeschrieben und habe ihn gefragt, ob er mal so eine Art Podcast mit mir machen will, wo wir einfach mal drüber reden, was so seine Ergebnisse jetzt waren in dieser Studie und was er so für Erkenntnisse erlangt hat und was so die Schwierigkeiten waren und wie er dieses Ding genau gebaut hat oder hat bauen lassen, was mich nämlich einfach auch sehr interessieren würde. Vielleicht hat er da auch mal ein paar Videos zu gemacht, aber ich würde einfach mal gerne mit ihm reden. Englisch, Französisch oder Deutsch, ist mir egal. Von mir aus können wir uns auch auf Japanisch unterhalten, wobei man, also ich sag mal so, mein Englisch ist besser als mein Japanisch, nur beim Akzent jetzt nicht unbedingt, eher so beim Wortschatz. Naja gut, aber lassen wir das jetzt mal außen vor. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn ich den kriegen könnte. Ich habe den angeschrieben und ich versuche da was zu machen. Denn was mich brennend interessieren würde, wäre, ob der zum Beispiel auch bei diesen Aufwärmübungen, ob die Zugbänder bei dieser Plattenrüstung, die der anhat, ob die aus einem modernen, elastischen Stoff sind oder ob die aus Leder sind, wie sie damals eben waren. Weil das, glaube ich, damit steht und fällt sehr viel bei so einer Plattenrüstung. Wenn man tatsächlich diese Platten mit Lederbändern oder mit Lederriemen anbindet, dann ist das nochmal nicht ganz so flexibel, wie wenn man jetzt, sagen wir mal, halt so einen, weiß ich, Elastan-Verbundstoff irgendwie verwendet, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Und was, also auch noch so, ja, das fand ich, das war ein wichtiger Punkt, aber da fände ich cool, wenn wir den Daniel Jaquet mal bekommen, dass der uns das mal erzählt. Und ich finde es auf jeden Fall auch interessant, man sieht schon sehr deutlich, gerade auch bei diesen Aufwärmübungen sieht man sehr deutlich die Bewegungseinschränkungen, aber er geht zum Beispiel auch hin und er hackt Holz und so. Ich bin mir aber nicht sicher, ich meine aber da gesehen zu haben, dass er keinen Helm auf hatte beim Holzhacken, was ich mir nämlich wiederum auch sehr, sehr schwierig vorstelle. Ne, gerade so er macht auch einen Dauerlauf mit, da hat er auch keinen Helm auf, mit heruntergeklapptem Visier. Das bringt mich gleich noch zu der Frage von dem Dreiernator, der hat da nämlich auch nochmal eine Anmerkung gehabt wegen der Luftzirkulation in dem Helm und ob man da Luft bekommen hat. Und da wollte ich auf jeden Fall auch noch was zu sagen. Vorher ist aber noch Robbie B. dran. Der hat geschrieben, er vermutet so ein Gewicht von der Rüstung so um die 30 Kilo, macht aber die Einschränkung, dass moderne Rüstungen aufgrund der veränderten Fertigungstechnologie ja deutlich leichter sein können, weil man heute in der Lage ist, ein wesentlich dünneres Blech fertigzustellen. Und bei 30 Kilogramm Rüstung müsste es ja auch für einen Kämpfer, der die entsprechende Fitness mit sich bringt, und tatsächlich müssen wir davon ausgehen, dass hauptberufliche Turnierstreiter, ne, dass die entsprechend fit gewesen sind, der müsste ja eigentlich mit so einer Rüstung relativ schnell wieder aufgestanden sein können. Ja, da ist auf jeden Fall viel Wahres und viel richtige Annahmen schon mal drin. Der Dreiernator hat übrigens da auch die Anmerkung gemacht, ich habe da eine Zahl 120 Kilogramm gesagt. Das war meine Vermutung, dass so eine mittelalterliche Rüstung, so mit Platten und so und Helm und drum und dran, irgendwie 120 Kilo wiegt. Aber auch was meine Recherche ergeben hat, ist, dass diese Zahl nicht stimmt. Das muss ich hier also auch auf jeden Fall nochmal ausdrücklich richtig stellen, wie Robbie ja auch eben, oder Robbie auch eben schreibt. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, dass wir da auf einer mittelalterlichen Burg waren und unser Guide, der uns da rumgeführt hat, das war bei irgendeinem Studentenaustausch mit, meine ich, da waren wir in, jetzt fällt mir dummerweise der Ort nicht mehr ein, ich finde es jetzt auch auf die Schnelle nicht mehr, ich kann nur sagen, es war also auf jeden Fall irgendwas in Rheinland-Pfalz und ich vermute, es war an der Mosel, bin mir aber nicht mehr sicher. Da hat unser Guide auf jeden Fall diese Zahl 120 Kilogramm gesagt und ich glaube wirklich, ich habe mir das einfach falsch gemerkt und ich denke mal, er hat wahrscheinlich das komplette Gewicht, was so ein Ritter gewogen hat, also mit dem eigenen Körpergewicht gemeint, denn ansonsten, und das haben ja auch andere geschrieben in den Kommentaren, ansonsten wäre so eine Rüstung viel zu schwer gewesen, das ergibt wenig Sinn. Ich kann aber auf jeden Fall mal ein bisschen was dazu noch sagen, weil ich mich da jetzt nochmal ein bisschen schlau gemacht habe, wie viel so eine Rüstung wiegt. Das Gute daran erstmal, ich kenne ja jemanden, der so mittelalterliches Reenactment macht. Den könnte ich eigentlich auch mal anschreiben für so einen Podcast. Aber gut, jetzt erstmal, ich will jetzt auch nicht übertreiben, ne? Ich habe den einfach mal gefragt, was so seine Rüstung wiegt und er hat gesagt 28 Kilo. Ist allerdings natürlich keine authentische mittelalterliche Rüstung, sondern ist halt eine modern gefertigte Reenactment-Rüstung. Und er sagte mir ein paar Punkte, die ich ganz interessant fand. Das erste ist, der mittelalterliche Stahl oder dieses mittelalterliche Blech, aus dem diese Rüstungen dann gefertigt wurden, das wüsste er jetzt nicht genau, aber in der frühen Neuzeit, hat er gesagt, war die Stärke wohl so zwischen 1,7 und, ich habe mir das aufgeschrieben, 1,1. Jetzt keine endgültige belastende Aussage, ne? Aber das war so seine Vermutung, ne? Millimeter Dicke. Und damit ist so eine Rüstung eigentlich schon für die meisten mittelalterlichen Waffen in dieser Zeit oder frühneuzeitlichen Waffen, lassen jetzt mal die Schusswaffen und die Armbrust weg, also fast undurchdringlich, ja. Mit Hiebwaffen keine Chance eigentlich, ne? Das haben also auch viele Reenactment-Versuche gezeigt, dass man mit einem Schwerthieb nicht in der Lage war, so eine Rüstung zu durchdringen, und auch tatsächlich mit deutlich stärkeren Waffen, wie zum Beispiel einem Streitkolben oder auch mit einer Axt, eigentlich nicht in der Lage war, so eine Rüstung wirklich zu durchdringen. Eigentlich unrealistisch. Das ist halt eher was man eher so aus dem Fernsehen kennt, ne? Die Rüstungen selbst waren auch nicht so schwer, wohl gemerkt. Man rechnet 20 bis 30 Kilogramm. Aus dem 16. Jahrhundert die Plattenharnische schätzt man auf so auch ungefähr 30 Kilogramm, also wirklich dann aber komplette Plattenpanzer, also eine komplette Platte für einen Ritter, die natürlich auch mit der Dicke der Schmiedefertigkeiten oder des Bleches eben variieren kann, aber natürlich nicht so signifikant, dass die dann irgendwie 10 oder 15 Kilo schwerer ist. Was aber häufig nicht berücksichtigt wird bei diesen Rüstungen, ist tatsächlich, dass niemand ja eine Platte einfach so angezogen hat, sondern dass man auf jeden Fall noch einen wattierten Unterrock oder was Ähnliches brauchte, einen Gambeson, irgendwie sowas. Und dass man auch noch eine zusätzliche Kette in den Achseln und in den am Gesäß und so weiter brauchte. Denn das ist was, wo man keine Platte tragen konnte. Das heißt also, in dem Bereich musste man mit einem Kettenhemd nachrüsten. Es ist halt natürlich die Frage, wie viel Kette wurde nachgerüstet. Das ist unterschiedlich. Es kann nochmal einige Kilo an Kette dazugekommen sein. Man muss außerdem noch mit berücksichtigen, Schild und Schwert, sicherlich jetzt auch nicht die leichtesten Gegenstände, aber natürlich wiederum auch nicht die schwersten. Und es steht und fällt natürlich auch damit, ob noch ein zusätzlicher Gesichtsschutz getragen wurde. Da sind wir jetzt auch wieder bei so einer Frage vom Dreiernator mit der Luftzirkulation. Typisch war später eine Sturmhaube. Und der Gesichtsschutz fand im Wesentlichen eigentlich durch die Brünne statt, also so eine Art Kettenhemd, was man getragen hat. Die Brünne verdeckt aber natürlich nicht das Gesicht, sondern sie schützt das Kinn im Wesentlichen, ne? Sie geht bis zum Kinn eigentlich. Vielleicht auch mal ums Gesicht drumherum, glaube ich, aber auf jeden Fall nicht übers Gesicht. Das hat man deswegen gemacht, und das ist symptomatisch, weil tatsächlich mit den Vollhelmen, die auch das Gesicht verdeckten, die Luftzirkulation zu schlecht gewesen ist. Also das scheint authentisch zu sein, dass tatsächlich, also weil sonst hätte man das nicht gemacht, sonst wäre man das Verletzungsrisiko nicht eingegangen, zu sagen, okay, ich lasse jetzt den Gesichtsschutz weg, das Visier oder was auch immer, und zieht dafür eben eine Brünne an und eine Sturmhaube. Dadurch sind aber Gesichtstreffer halt häufig tödlich. Aber es scheint so ein Trade-off, um mal so einen fürchterlichen Anglizismus zu verwenden, scheint so ein Trade-off gewesen zu sein, ob man dann jetzt noch einen zusätzlichen Gesichtsschutz haben wollte, dann aber schlechter atmen konnte oder eben nicht, und die Kultur der Ritter ging eher in die Richtung zu sagen, man lässt den Gesichtsschutz weg. Ne? Und das scheint ja dann auch irgendwo wieder Bände zu sprechen in meinen Augen. Jetzt nochmal zu der Frage, wie sah das denn aus mit Gegnern, die während so einem Kampf umgeworfen wurden oder vielleicht eben umgestoßen worden sind und dann vielleicht nicht mehr so gut aufstehen konnten. Ich muss aufhören, diese Parts so spät aufzunehmen. Heute fiel ja mein Livestream aus und ich sitze jetzt zu einer Uhrzeit, die schon sehr, sehr spät ist, vorm Rechner und nehme noch diesen Part für euch auf für morgen. Aber das Thema hat mich einfach auch nicht locker gelassen. Ich wollte das gerne nochmal, was ich da jetzt so recherchiert habe, mit euch teilen. Wenn jetzt so ein Ritter in so einer Plattenrüstung umgestoßen wurde, konnte der natürlich wieder aufstehen und hat nicht wie Gregor Samsa auf dem Rücken gelegen und mit dem Bein gestrampelt. Ja. Trotzdem, aber eine gewisse Einschränkung der Bewegungsfähigkeit war doch auf jeden Fall festzustellen und insbesondere auch war es natürlich nicht ganz so einfach aufzustehen und hat unter anderem eben dem Gegner wertvolle Zeit gegeben, die er brauchte, um vielleicht wirklich den Kombattanten so zu bedrohen, dass er ihn zur Aufgabe zwingen konnte oder dass er sich vielleicht auf ihn stürzen konnte. Es wird überliefert, dass bei solchen Kämpfen, jetzt allerdings nicht Turnierkämpfe, da habe ich jetzt keine Quellen zu gefunden, sondern bei Kämpfen, also es gibt Handbücher aus dem Mittelalter oder aus der frühen Neuzeit. Ne? Es ist eigentlich eher frühe Neuzeit, weil die Platte ist eher was aus der frühen Neuzeit und nicht unbedingt im Mittelalter. Im Mittelalter hat man eigentlich eher mit dem Kettenhemd gekämpft. Da hatte man Wappenrock an mit so einer Kette. Auch da wieder, Leute, ne? Da gibt es so krasse Unterschiede. Da sind auf den Abbildungen sind da die dollsten Rüstungen belegt, aber archäologisch sind die ganz schwer nachzuweisen. Was ich übrigens nicht wusste, ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig ist, diese mittelalterlichen Rüstungen irgendwie nachzuweisen, aber offenbar gibt es da nicht mehr viele von. Man hat irgendwie so ein Kettenhemd, hat man mal in Polen in irgendeinem See gefunden, meine ich. Ich hoffe, es war jetzt nicht Böhmen und alle Polen sind beleidigt, weil ich sie mit Böhmen verwechselt habe oder ähnliches. Na, aber ihr wisst, was ich meine. Also man hat so ein Ding mal aus einem See rausgefischt und dann konnte man tatsächlich sagen, aha, guck mal hier, so hat so eine Kette ausgesehen. Es sind aber auf Abbildungen viel, viel mehr verschiedene Kettenrüstungen übrigens überliefert, als man tatsächlich archäologisch nachweisen kann. Da stellt sich natürlich die Frage, wollte da der Autor, der Darsteller, wollte der kreativ sein oder... Ne, und einfach nur irgendwas Schönes zeichnen, was aber keine Realitätsentsprechung hatte. Oder ist es tatsächlich eine korrekte Darstellung? Also da kann man noch Archäologie betreiben und wirklich noch Erkenntnisse erzielen. Ne? Also das ist Schlachtfeldarchäologie vielleicht. Vielleicht kommen da noch tolle Erkenntnisse bei rum. Ich weiß es nicht genau. Nochmal zurück zu der eigentlichen Sache. In diesen Büchern aus der frühen Neuzeit sind so, ne, das sind so gewisse so eine Art Handbücher, wo gezeigt wird, wie man kämpfen kann. Da ist übrigens auch da sind übrigens auch Waffen abgebildet, wie zum Beispiel ein Kriegshammer oder ein Streithammer, wo man tatsächlich auch sehen kann, das sind Waffen, mit denen konnte man, weil die so einen Zinken hatten, dort konnte man eine Rüstung an einer schwachen Stelle auf jeden Fall durchbrechen, zumindest bei der Kette, da kommt dann übrigens auch der Streitkolben zum Einsatz. Ich habe noch gelernt, in irgendeiner Galileo-Doku oder was das war, der Streitkolben sei die Erfindung der Seldschuken oder der Mamelucken gewesen, um die Kreuzritter irgendwie in ihren schweren Rüstungen platt zu klopfen, um damit die Helme und die Panzerungen zu durchhämmern. Aber so einen, auch Waffen mit so einem, wie so ein Streitkolben, die sind nicht gedacht, um schwere Panzerplatten zu durchschlagen. Auch das unfassbar kraftintensiv, offenbar nicht möglich. Ne? Also offenbar war das wohl nicht möglich, das, was ich so rausfinden konnte dazu. Ach Gott, man kommt vom Hölzchen aufs Stöckchen bei diesen ganzen Sachen, ne? In diesen Handbüchern ist auf jeden Fall auch abgebildet, wie zwei Leute in einer Platte miteinander ringen. Also tatsächlich muss man auch davon ausgehen, dass wenn jemand niedergestoßen wurde in so einer Platte, dass man ihn danach auch versucht hat, weiterhin niederzuringen, um dann gegebenenfalls mit einem Dolch oder einem, wie nennt man das so, einem Panzerbrecher, ne? schwere Verletzungen zuzufügen. Also es gab so panzerbrechende Dolche und entsprechende Schwerter, also speziell gefertigte Kurzschwerter, die in der Mitte eine gewisse Fehlschärfe hatten, sodass man die noch zum Durchstoßen von Rüstungen einsetzen konnte. Aber dort, wie gesagt, wo, ne, also an den Gelenken oder so, wo die schwach waren, da oder am Hals zum Beispiel, dort konnte man dann tödliche Wirkungstreffer erzielen. Häufig dann aber wirklich auch erst, wenn der Gegner entsprechend bewegungsunfähig war, ne? Und nichts hier von wegen tödliche Gehirnerschütterungen, Rippenbrüche und so weiter durch Schlageinwirkungen oder sowas, das scheint eher zufällig zu sein. Wobei man nachweisen konnte, meine ich, dass man mit so einer Hellebarde oder sowas, ne, die hat ja auch so einen Zinken, ne, dass man damit wirklich auch schon, weil das halt eben so eine lange Stangenwaffe ist, dass man damit wohl auch Panzerungen durchschlagen konnte, weil man eben halt einen längeren Schwung halt, ne, nehmen kann. Aber tatsächlich so jemand in so einer Plattenrüstung, der war wohl wirklich super geschützt vor vielen Leuten. Und jetzt auch wieder zurück zur Frage, warum macht man sowas? Es kostet na unfassbar viel Geld. Karl der Fünfte soll im Alter von wenigen Jahren, ich glaube 5 Jahren, wurde ihm eine Plattenrüstung angefertigt. Als die fertig war, war Karl der Fünfte dann so groß, dass sie ihm nicht mehr gepasst hat. Man hat ihm dann eine angefertigt, als er 8 Jahre war. Die ist dann offenbar auch fertig geworden, meine ich. Ich weiß aber nicht, ob er sie jemals getragen hat. Auf jeden Fall, ne, jeder, der irgendwie auf dem Schlachtfeld unterwegs war und Geld hatte, der hat sich so ein Ding gekauft. Es gab keinen besseren Schutz. Und die Sachen waren maßgenau geschneidert, so nach Möglichkeiten. Man hat in der Regel... Also es gibt bei diesem besagten Fall von Karl V. waren die Rüstungen so gefertigt, dass man da Kleidungsstücke als Vorbild genommen hat. Später sicherlich wird man auch nochmal ganz genau Maß genommen haben, nämlich dann, wenn diese Rüstung auch über einen längeren Zeitraum, eben wenn die Leute erwachsen waren, getragen worden sind oder getragen wurden. Da muss man einfach auch unfassbar viel Geld und unfassbar viel Zeit hinein investieren in so eine Rüstung. Und wenn man das schon auf sich nimmt, dann hat man da auch sicherlich keine Kosten und Mühen gescheut, die Dinge auch möglichst passgenau zu fertigen. Das ist entscheidend. So eine genau gefertigte Rüstung gibt auch einfach nochmal viel mehr Bewegungsmöglichkeiten. Das sieht jetzt anders aus, wenn man die Rüstung von jemand anderem anziehen würde, ne? Dann tatsächlich, klar, ne? Daran kranken auch häufig Rekonstruktionsversuche, wenn man tatsächlich versucht, die Rüstung von jemandem anzuziehen, der gar nicht die gleiche Statur hatte, ne? Da übrigens auch nochmal Vorsicht bei solchen Sachen mit, ja, hier, da sieht man so ein, ne, da ich nehme jetzt irgendwie wieder ein blödes Beispiel, hier in der Galileo-Doku, da sieht man, wie so ein Ritter irgendwie Tonübungen veranstaltet und keinerlei Atemprobleme hat und so weiter und so fort. Da muss man ja immer sagen, ja, Moment mal, das sind jetzt ja keine repräsentativen Studien, ne, sondern da hat man einfach mal irgendeinen Stuntman genommen und hat dem so ein Ding angezogen, ne? Also das ist dann nochmal ein Unterschied. Also es gibt tatsächlich eine Studie, die durchgeführt wurde in Großbritannien von einigen Medizinern, die haben mehrere Leute, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel das da waren, es werden nicht so viele gewesen sein, weil so Studien kosten ja dann natürlich auch Geld. Ich würde mal sagen 4, ein halbes Dutzend bis maximal ein Dutzend. Die haben tatsächlich mehrere Personen genommen und haben untersucht, wie sah das denn aus mit deren Kalorienverbrauch und so. Die haben also alles Mögliche gemessen, Blutzuckerwerte, CO2, O2-Level und so weiter und so fort. Also die haben dann die Leute Aufgaben machen lassen, haben Blutproben entnommen und haben dann gemessen, wie sich da also die Belastung auch konkret auf den Kreislauf ausgewirkt hat. Und die sind zu ihrer Erkenntnis gekommen, dass tatsächlich die Belastung halt wirklich sehr, sehr hoch gewesen ist. Man brauchte durch die Anstrengung mit der Rüstung und durch das Kampfgeschehen selbst, brauchte man sehr viel Nährstoffversorgung natürlich. Man brauchte, was ja natürlich im Mittelalter wohl auch eher gewährleistet wurde, weil der Adel hat halt eher auch Fleisch gegessen, ne? Die einfachen Leute waren das ja nicht, ne? Die einfachen Leute haben in der Regel kein Fleisch gegessen oder ganz selten nur Fleisch gegessen. Man brauchte eine gute Kalorienversorgung, man brauchte eine hohe Sauerstoffversorgung und die sind dann eben aufgrund dieser Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass es schon eine krasse Einschränkung gewesen ist, wenn man mit einem Visier kämpfte oder mit einem Klappvisier kämpfte. Und eigentlich konnte das niemand wirklich längere Zeit so ohne weiteres durchhalten. Ohne, wie der Dreiernator eben auch gesagt hat, mal zwischendrin vielleicht im Tjost bei der Kehrtwende mal kurzes Visier hochzuklappen. Aber auch da muss man sagen, das Gesicht zu zeigen, das macht man eigentlich vor dem Kampf und nicht während des Kampfes. Also wenn, dann hat man es wirklich vielleicht nur so einen kleinen Spalt hochgeklappt, um irgendwie nochmal schnell so einen Atemzug nehmen zu können. Die, diese Untersuchung, die ich gerade erwähnte, kam aber auch zu dem Ergebnis, dass die Ritter in ihrer Rüstung eher kurze Atemzüge nehmen mussten, also dann wirklich auch mehr so gehechelt haben. Ja, so ne, also tatsächlich das offenbar auch eine Möglichkeit, um ja, eine halbwegs gute Versorgung mit Sauerstoff in diesen Rüstungen noch irgendwie herzustellen. Und der letzte Punkt, der betrifft noch die unterschiedliche Ausrüstung in unterschiedlichen Epochen. Das hat der Dreiernator noch gefragt. Da kann ich jetzt natürlich auch nur sagen, es gab unterschiedliche Rüstungen und natürlich hat man auf so einem Turnier auch die Rüstungen getragen, die in der entsprechenden Zeit eben bekannt gewesen sind. Ist ja irgendwie auch vollkommen klar. Die Turniere sind auch ein Spiegel der Zeit, ne? Dementsprechend hat man also natürlich die, die Trutzwaffen und die Schutzwaffen, die mit der Zeit eben gehen. Ich habe ja schon erwähnt, dass man später dazu übergegangen ist, bei den Turnieren eher stumpfere Breitschwerter zu verwenden, damit die Verletzungen einfach nicht so groß waren. Jetzt denken wir mal insbesondere an die Leute, die sich nicht so eine Platte leisten konnten. Und jetzt denken wir auch nochmal zurück, wir sind ja auch gar nicht in der Neuzeit bei diesen mittelalterlichen Turnieren, sondern da tragen die Leute halt ja noch gar keine Platte. Da tragen die eben einen Waffenrock oder einen Wappenrock mit Kette unten drunter. Die Panzerung an den Beinen und die Schiene, also die, oder sagen wir mal eher so die Schienenschutzwaffen, ne, wie zum Beispiel lederne Beinschienen oder beschlagene Beinschienen, die kommen erst später im Laufe des 13. Jahrhunderts dazu. Also die wurden vorher überhaupt nicht so unbedingt eingesetzt. Wäre jetzt mal hier wieder interessant zu vergleichen, ob sich da das Mittelalter von der Antike unterscheidet, aber da bin ich jetzt erstmal wieder überfragt. Das müsste ich mich jetzt, da müsste ich mich jetzt selber nochmal einlesen, fände den Aspekt aber ganz interessant, insbesondere zu gucken, wie unterscheidet sich denn halt nochmal die Schutzbewaffnung im Mittelalter von der Schutzbewaffnung in der Antike. Ja, das geht also natürlich mit der Zeit. Und wenn wir von den Beschränkungen auf abgestumpfte Kurzschwerter reden, dann reden wir über das 13. Jahrhundert, da sind wir also noch deutlich vor der Plattenrüstung eigentlich. Da werden, also man hat Plattenbestandteile verwendet, aber auch nicht, aber keine komplette Plattenrüstung angelegt. Auch da wiederum einen Aspekt, den ich nicht kannte, so stellte er sich mir jedenfalls bei der Lektüre dar, man scheint keine vollständige Plattenrüstung erhalten zu haben. Offenbar fehlen da immer irgendwelche Teile. Ist jetzt natürlich nicht so, dass man die nicht daraus aufgrund dieser Tatsache rekonstruieren könnte. Natürlich kann man das Gewicht ermitteln und so, ne? Aber es gibt wohl offenbar keine vollständig erhaltene Plattenrüstung, was ich irgendwie schade finde und schön fände, wenn es denn so etwas gäbe. Diesbezüglich gibt es übrigens auch eine Untersuchung von David Edge und Alan Williams in der Zeitschrift Gladius. Die kannte ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist eine spanische Zeitschrift, die irgendwie, ja, so historische Waffen behandelt. Ich kenne diese Zeitschrift jetzt nicht. Ich habe mir nur diesen Artikel durchgelesen und da wurde eine deutsche gotische Rüstung aus dem 15. Jahrhundert untersucht. Und die haben da auch sehr viel zu geschrieben. Ich werde den Link hier auch noch in die Videobeschreibung packen für alle, die das interessiert. Bei dieser Zeitschrift Gladius ist es übrigens so, das scheint eine kostenlose Zeitschrift zu sein, die alle Artikel, da wird nicht nur in Spanisch veröffentlicht, sondern eben auch auf Englisch, die alle Artikel aber gratis als PDF-Download zur Verfügung stellt. Also könnt ihr euch ja mal angucken, ob euch das interessiert. Ich kann jetzt nichts zu den Hintergründen dieser Zeitschrift sagen, inwiefern die wirklich wissenschaftliche Peer-Reviews auch für ihre Artikel einholt. Das habe ich jetzt nicht überprüft. Mir ging es nur darum, mal diese sogenannte Wallace Collection in London zu sehen, wo wirklich ganz, ganz viele verschiedene Waffen und Schutzwaffen eben auch ausgestellt sind, die offenbar auch einen sehr hohen Erkenntniswert für die Rekonstruktion solcher mittelalterlichen Ausrüstungen bereitstellt. Ja. Jetzt habe ich ganz viel geredet am Ende. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem spannend. Morgen gibt es wieder einen Teil mit mehr Spiel. Ja, also mehr Spielinhalt und weniger Talk. Aber muss ja auch nicht immer unbedingt schlecht sein, ne? Wenn man mal so ein bisschen talkt. Ich bin bei der ganzen Sache noch an der Oberfläche. Ich muss mich da noch mal ein bisschen weiter einlesen, werde das auch machen. Ich bleibe auf jeden Fall dran. Freue mich natürlich auch über eure Rückmeldungen dazu, wünsche euch alles Gute und hoffe, ihr hattet einen schönen Tag heute. Morgen gibt es den nächsten Part. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.